Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Wir haben in der letzten Folge Sassans Ring zurückgeholt. Aber wir gehen jetzt noch nicht zu Sassan, und zwar habe ich... Nee, anders gesagt, es gibt hier noch eine Quest, die ich noch nicht gemacht habe. Und eben diese Quest werden wir jetzt abholen. Die ist ziemlich böse versteckt. Und zwar, wenn man hier ist. Da hinten war der... oh cool, das können wir jetzt öffnen. Da hinten war... da, wo Jona gestanden hat. Und wenn wir hier ins Wasser springen, dann befindet sich genau hier eine Höhle, in der auch noch eine Quest ist. Wie gesagt, ziemlich fies versteckt. Erfolg errungen, Höhlenforscher. Yo. Geil. Und, oh, unser Schlösserknacker hat mal funktioniert. Ich bin schwer begeistert. Ohoho. Das sind Geräusche, die nicht sehr vertrauenserweckend sind. Und da sehen wir auch schon was. Das war knapp. Man hat deutlich gesehen, dass meine lebenden Rüstung überlegen waren, kleine Schwester. Ha, träum weiter, Mahalat. Meine Drachenelfen hätten gewonnen, wenn das Gelände besser gewesen wäre. Wir kämpfen hier schon gegeneinander seit Leiden. Gepriesen sei sein Name, der Herrscher über den Turm ist. Such dir also eine andere Ausrede als das Gelände. Das ist keine Ausrede, du... Aber was ist das? Haben wir etwa Zuschauer? Nein, beachtet mich gar nicht. ihr wollt euch beide wohl bei eurem Vater einschleimen, was? Er ist nicht unser Vater. Wir buhlen um die Gunst unseres Herrn und ich werde... Schweig, Ada! Ich übernehme das Reden. Nun, wir sind zwei Schwestern, die Leiden dem Unsterblichen treu und ergeben dienen. Unsere Aufgabe besteht darin, eine Armee für ihn aufzustellen, die es eines Tages mit dem Schwarzen Ring aufnehmen soll. Dann wird Leiden der uneingeschränkte Herrscher von Rivellon sein. Und nicht die Anhänger des Göttlichen oder Damian. Aber wir werden uns nicht einig. Meine lebenden Rüstungen sind ganz klar die stärksten Soldaten, die diese Welt je gesehen hat. Aber... Unsinn. Meine Drachenelfen sind ihnen in jedem Punkt überlegen. Ich werde diesen Wettkampf gewinnen. Und was nun, muss ich mich für eine Seite entscheiden? Seite? Wenn ihr das wollt. Auch wenn die Wahl sehr einfach ist. Ganz genau. Sehr einfach. In der Tat sehr einfach. Ich stelle hier die stärkste Kraft dar und das werde ich euch beiden zeigen. Was? Was für eine lächerliche Vorstellung. Komm, Schwester, lass uns dabei zusehen, wie unsere Diener mit dieser kümmerlichen Herausforderung fertig werden. Ganz ruhig bleiben. Ja? Noch nicht. Ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Man muss doch nicht gleich... Nein! Kann nicht. Verdammt, jetzt ist meine Kreatur weg. Nein! Hä? Noch Gott! Nicht. Fühle mich gar nicht gut. Nee, eigentlich hatte ich vor, mich tatsächlich für eine Seite zu entscheiden. Denn das ist wieder so ein typisches Beispiel für eine Quest in Divinity 2, die ja auf zwei Arten verlaufen kann. Einmal können wir uns für die Drachenelfen entscheiden oder für die lebenden Rüstungen. Und das hatte ich eigentlich vor. Oder aber wir können natürlich alle platt machen. Das war knapp. Das gerne. Wir kämpfen hier um. Schweig, Ada. Ich übernehme das Reden. Unsere Aufgabe besteht. Aber wir werden uns nicht ein. Unsinn. Meine Drachenelfen sind ihnen in jedem Punkt überlegen. Ich werde diesen Wettkampf gewinnen. Ja, ja. Muss ich mich für eine Seite entscheiden? Seite? Ganz genau. Sehr einfach. Ich weiß nicht, ich glaube, die Quest hat überhaupt keine Auswirkungen auf irgendwas. Nein, natürlich nicht. Drachenelfen sind mir irgendwie ein bisschen sympathischer als lebende Rüstungen. Es geht einfach nicht härter. Ha, wie gefällt dir das, Mahalat? Ha,
Ihr seid beide einfach verrückt. Nee, irgendwie sind mir Drachenelfen dann doch ein bisschen sympathischer, weil das sind immerhin lebende Kreaturen noch und lebende Rüstungen. Das sind einfach nur Rüstungen, die leben. Ich meine, guckt sie euch an, die sind doch einfach cool. Hallo. Ich finde die cool. Es ist schön, euch zu sehen. Wie lange soll die Rivalität zwischen euch und eurer Schwester andauern? Nicht mehr lange, denn ich habe einen Plan. Ich verrate ihn euch, aber zuerst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Besorgt mir etwas falsches Roteisenerz. Es wird zur Dekoration oder in der Schmuckherstellung für jene genutzt, die sich das echte Erz nicht leisten können. In einem der Schiffswracks solltet ihr es finden. Ah. Ich würde es ja selbst holen, aber ich kann es wegen Mahalat nicht riskieren, hier wegzugehen. Alles klar. Lycans Segen mit euch. Oh, hier ist sogar ein Drachenelfenhauptmann. Aber ich klaue hier erstmal ein bisschen was. Verdammt, dafür reicht mein Schlösserknack natürlich nicht aus. Was habe ich auch anders erwartet? Mich würde mal interessieren, wie hoch ist mein Schlösserknacken überhaupt? Ich glaube, auf 1 oder so. 2! Wow! Was ist denn das für ein Geräusch? Das macht mir Angst. Alles klar, in irgendeinem der Schiffswracks. Ich würde mal sagen, dann gehen wir zuerst zur Küste. Da, wo Lycans Labor war. Und gucken da mal. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir zum Lager der Gestrandeten. Weil da ist doch bestimmt auch irgendwo ein Schiff. Hier ist sogar ein Skelett eines Drachenelfen. Nein, ich finde Drachenelfen irgendwie cooler. Auch wenn für Lycan als Nekromanten natürlich lebende Rüstungen auch ein bisschen passender wären, aber egal. Wenn Lycan und seine beiden Diener es nicht schaffen, sich für eine Armee für ihn einig zu werden, dann muss ich eben entscheiden, was für eine Armee mein Feind bekommt. Und weil ich mit Drachenelfen irgendwie besser fertig werde als mit lebenden Rüstungen. Nein, eigentlich nicht wirklich. Egal. Zur Küste. Stellt sich natürlich wirklich die Frage, welches Schiffswrack sie... Es kann natürlich auch sein, dass das Roteisenerz... ich glaube, das würde hier bei Questgegenstände stehen. Aber sonst kann man ja auch davon ausgehen, dass man, wenn man das bei sonstige stehen hat, dass man das aus Versehen verkauft. Und ich denke nicht, dass das im Sinne der Entwickler wäre, wenn man Questgegenstände verkaufen könnte. Dafür reicht mein Schlossknacken nicht aus. La 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 la. Ne, da hinten ist ja das Wrack eines Schiffes. Da muss ich ja da gucken. Nicht im Baum festhängen. La la la. Lieblingsmusik vom ganzen Spiel. Wolfswurzgift. Eine Substanz, die für Drachenelfen schädlich und hochgiftig ist. Ja, sage ich dir auch noch was dazu. Okay, nein, ich denke, das ist das falsche Schiffswrack. Dann muss ich wohl zum Lager der Gestrandeten. So, da kommen wir am besten von der Barriere hin. Und zwar, was ist das eigentlich hier für ein Totem? Das ist das Bezauberer-Totem. Kann man da drauf? Das interessiert mich jetzt. Ich will jetzt da drauf. Na, egal wie ich es mache, es klappt, glaube ich, nicht. So, wo ist denn hier ein Schiffswrack? Sie sollen nur kommen. Das letzte Mal haben wir es Ihnen richtig gezeigt. Das da sieht mir aus wie ein Schiffswrack. Komme ich da hoch? Ja. Aber ist hier auch eine Truhe? Ja, vielleicht hier. Oh nein. Ist hier eine Truhe? Nein, auch nicht.
komplett in der Nähe des Bezauberers. Es wird ja passen. Oder hier drin. Ne. Na komm. Alles durchsuchen. Hübsch. Irgendeine Axt, die will ich nicht. Benutze ich sowieso nicht. Ich schlage alles kurz und klein, bis ich dieses Roteisenerz finde. Irgendeine Rüstung. Aber da komme ich nur so hin, ne? Oh. In der Truhe war nichts. Vielleicht hier beim Bezauberer irgendwo. Oder das kann ich den vielleicht auch fragen? Reden bedeutet Lärm und Lärm bedeutet später. Nee. Wie sie alle so friedlich rumlungern hier. Das macht mich ja schon fast ein bisschen traurig. Mein Rucksack ist schon voll. Ach so, dann kann ich hier das Buch gar nicht aufnehmen. Mann. Obwohl, hier ist auch noch ein Wrack. Aber da ist wieder mal keine Truhe. Aber da ist auch noch ein Schiffswrack. Komm, bitte. Falsches Roteisenerz. Jawohl. Mein Rucksack ist schon voll. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich weiß, ich bin überladen. Kann ich irgendwas wegwerfen? Hier, die hier. So, jetzt haben wir das Ding und wir können zurück. Na na, na na na, na na na. La la. Ich gehe richtig, ne? Ja, ich bin von vorne vom Wegpunktschrein direkt auf das Lager zugerannt. Ich bin richtig. Und da ist auch schon das Totem. La 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 la. Okay, dieser kleine Aussetzer ist mir bekannt im Lied. Und zurück zum Strand. Warte, ich will mal was versuchen. Das müsste ja jetzt hier runter, hier drunter sein. Da ist das Zahn. Ich komme nachher nochmal. Oder irgendwann später. Ja, das wäre cool, wenn ich so direkt vor dem Dinge gelandet wäre. Aber nein, die Architekten hatten es mal wieder anders im Sinn. Geh hier rum. Geh hier rum. Nicht in den Knochen hängen bleiben. So. Da hinten ist dann übrigens das Lager der lebenden Rüstung. Ey, ich hab das Roteisenerz. Das Erz? Habt ihr es? Wunderbar. Mahalath hat eine Apparatur, mit der ihre lebenden Rüstungen beschworen werden. Sie bezieht ihre Energie aus Roteisenerz, wird aber mit falschem Erz sicher nicht funktionieren. Du Fuchs, du. Ihre Soldaten geschwächt, werden meine Drachenelfen siegen. Seid so nett und tut das für mich, hm? Dann ist unser Wettkampf endlich vorbei. Seid auf der Hut, denn meine Schwester wird misstrauisch sein. Ach was. Okay. Ja, und dasselbe hätten wir auch mit diesem Wolfswurzgift, was wir im anderen Schiffswrack gefunden haben, machen können. Bloß dann halt für die andere Seite, weil das falsche Roteisenerz schwächt die lebenden Rüstung und das Wolfswurzgift schwächt die Drachenelfen. Aber ich habe beides. Aber ich habe mich für die... Das ist zu schwer. Ach ja, stimmt ja. Ist ja gut. Mann. Wow. Da sind die lebenden... Was treibt ihr denn da? Ich hatte noch etwas Roteisenerz übrig. Ach so? Und wie seid ihr hier auf der Wächterinsel an diesen seltenen Rohstoff gelangt? Ich habe es Lykens Truppen gestohlen. Wie gerissen? Nun ja, mir ging das Erz sowieso geradeaus. Fahrt fort. Wow, das war einfach. Wo mache ich das? Hier irgendwo? Oder... Sie hat einen Drachenelfen gefangen. Die Schlampe. Die mache ich fertig. Aber so richtig. Und boah.
Also ich glaube, ich hatte recht mit dem, was ich gesagt habe. Mir sind die Drachenelfen wesentlich sympathischer als die lebenden Rüstungen hier. Wie mache ich das denn? Hier irgendwo ran? Ey, wie geht das? Ich habe euch nichts zu sagen. Lasst ja. mich jetzt in Ruhe. Diese lebenden Rüstungen erschaffen sich nicht selbst. Ja, wo kommen die denn raus? Hier doch bestimmt. Wow. Das war voll gemein. Also ich sehe hier irgendwie nichts zum Anklicken. Ich brauche was zum Anklicken, wenn ich irgendwas machen... Wow. Ach, ich habe das schon gemacht. Ja, das Roteisenerz ist dann natürlich weg, okay. Und ich suche mich da... Ich suche mir da einen Wolf, ey. So kann das natürlich auch nichts werden. Sie haben Drachenelfen gefoltert und gefangen. Das kann ich nicht dulden. Ich finde Drachenelfen cool. Das sind auch so die perfekten Soldaten für Drachenritter, finde ich. Habt ihr Mahalats Apparatur sabotiert? Die Apparatur wurde sabotiert, da hast du vollkommen recht. Fantastisch! Das war nun das letzte Mosaiksteinchen. Ich werde meine Schwester sofort herausfordern. Zum letzten Mal. Wow. Warum nimmst du die anderen nicht mit? So, was nehmen wir denn? Oh. Nehmen wir den Ring. 101 von 100. Ich habe das Spiel verarscht. Oh ja. Boah, yeah. Jetzt geht's ab. Jetzt gibt's auf die Fresse. Mahalat, ich fordere dich ein weiteres Mal heraus. Diesmal werden meine Truppen obsiegen. Wir werden sehen, liebe Schwester. Wir werden sehen. Gewonnen. Ich habe immer gewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Unmöglich. Meine Lieblinge wirkten so, als ob sie mit schlechtem Erz beschworen wurden. Du hast betrogen. Spar dir deine Vorwürfe. Ich habe gewonnen und werde meinen Platz an Lycans Seite einnehmen, wie es vorgesehen ist. Okay. Verräterisches Miststück. Wie konntest du das nur tun? Aber liebste Schwester, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du da redest. Oh, du Heuchlerin, du doppelzüngige Hexe. Das zahle ich dir heim. Ihr wart großartig. Ihr habt doch etwas damit Mahalat zu tun, oder ist grün vor Neid und rot vor Zorn. Ihr habt meine Apparatur sabotiert. Ich bin mir sicher. Ihr wart großartig. Mahalat ist grün vor Neid und rot vor Zorn. Ach ja, lassen wir sie in Ruhe. Ich hätte sie auch besiegen können, aber... Boah, warum nicht? Bam, bam, bam. Lycan, wir kommen dir immer näher. Aber ich glaube, ich nehme heute nur eine Folge auf, deshalb... Ja. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Ciao.